You murdered my mother and father. But I'm not like you. Rinwell. Even now, I hate you. But here I am, unable to let go. Honestly, even if I took my hatred out on you here and now, it wouldn't make me feel any better in the long run. I realize that now. So, I won't kill you. I'll take you in, and make damn sure justice is served the right way. You would dare mock me with your foolish, useless pity? A Danann, nothing more than a mere slave. I won't allow you to... It's not about what you think. Or being Danann or Renan. Because you'll atone for the crimes you committed. And that's all. That swordsman again. Oh, Lord Volron, what brings you here? No, forgive me. I've forgotten myself. Please allow me to make it up to you, my lord. Silence now, wretched snake. Does it hurt? It should. That pain is proof you're still alive. Enjoy it. Volron. Years ago, the Lord of Ganeth-Haros met a sudden death. His successor was a man by that very name, Volron. And like a restless lover, I've come back for more. Stop right there! Shiana! Alvin!
and find me. If you truly are the Sovereign. What the fuck? Rechenrente, du mich auch. Was war denn das gerade? Testsubjekt 1273. Die Geisterbeschwörungszeremonie beginnt in Kürze. Bleib bis dahin ruhig und warte auf weitere Anweisungen. Wieso spürt Elf wieder Schmerzen? After all this time, I'll be free from this hell. I can finally go home. I doubt I'll ever see this place again. Might as well walk the block once more for old time's sake. Das Ganze kommt mir ein bisschen vor wie damals bei Tales of Xillia. Hat irgendwie ähnliche Anzüge. Ihr wisst schon, was ich meine. Astralenergieauflagen fast abgeschlossen. Ausgabe stabil, stehe bereit. Ja, also das ist natürlich irgendwie ein Elfenstraum so stattfindet, ist natürlich klar, denke ich jetzt mal. Elfen selbst. Gut, die kann ich viel machen. Ja, toll. Da wurde es eigentlich nicht. Aber hey, Elfen ohne Maske und seitdem kann er wieder Schmerzen spüren, warum auch immer. Das Schuhen deswegen gerade so. Ja, also, versteht's. Klar, ist natürlich verwirrt gewesen, aber deswegen gehe ich doch nicht. Mit einem Typen mit, der mich gerade entführt. Hä? Dann fahre ich freiwillig mit. Das weiß ich auch nicht, ey. Weil ehrlich gesagt ziemlich nervös. Wenn es mit ihnen geklappt hätte, wer weiß, was wir getan hätten. Das ist schließlich das erste Mal, dass wir einen Herrscher und eine Jungfrau für eine Zeremonie beisammen haben. Um zu sehen, wie du es bisher geschafft hast, haben meine Ängste verstummen lassen. Hä, wieso Herrscher? Geht's irgendwie um die Zeremonie der Lords oder so? What the hell? Aber sieht cool aus, das Ganze. Und vor allem geiler Cliffhanger. Die Jungfrau behält die Dinge unter Kontrolle. Achte du einfach darauf, während der Zeremonie nicht die Konzentration zu verlieren. Wenn deine Heimat dir wiedersehen willst, musst du hier gute Arbeit leisten. 1273. 1273 ist eine bescheuerte Nummer. Und wer bist du? Eine Aufgabe zu erledigen. Los, geh zurück, Mann. Also, was hat er zuerst gesagt? Mann! Entschuldigung, ich bin schwerhörig. Wenn der Näher nicht selber drauf kam, wo ihr hin müsst, oder bist du so blöd, dass du an einem Ort wie hier verirrst? Warum sind wir überhaupt hier? Mal ganz blöd gefragt. Wie lange ist es überhaupt schon her? Ist das das Testsubjekt? Wow, er sieht genauso aus wie wir. Äußerlich vielleicht. Im Inneren ist er genauso unzivilisiert wie der Rest von ihnen. Du hast hoffentlich meine Warnung vorher nicht vergessen. Nee, das Testsubjekt keinesfalls anfassen, richtig? Was? Wir wurden geklont nach einem René-Abbild? Ach du Scheiße. Da hat Elfen einiges zu verkraften. Wir dürfen nicht weiter, der Näher. Hab Geduld und warte, bis die Vorbereitungen für die Zeremonie abgeschlossen sind. Was für eine verkackte Zeremonie denn? Ich brauche Antworten. Help me. Einerseits will ich antworten, andererseits will ich auch nicht irgendwie jetzt zu weit vorbrechen. Wir brauchen noch ein paar Minuten, um die Folge zu füllen. Andererseits, ja, war schon viel los in der Folge. Und jetzt in der Doppelfolge, besser gesagt. Testsubjekt 1273. Du hast keine Autorisierung, diesen Raum zu betreten. Geh auf deine Position zurück und warte auf die Zeremonie. Oh ja, okay, langsam mal. Haben wir keine Karte, nix? Also von da, von hier kommen wir doch. Aber hier ist ja nix. Hier ist doch nix. Ich frage mich ja, jetzt wo wir offenbar wieder Schmerzen spüren, können wir das Flammenschwert nicht mehr einsetzen, war ist ja voll scheiße. Papa ist in der Zeit nicht mehr nach Hause gekommen, also wollte ich ihn besuchen. Und lass mich nicht weiter vor. Das ist nicht fair. Ich hoffe, er ist mit der Arbeit bei Fein, damit ich ihn sehen kann. Mit ihm spielen kann. Wäre schon geil. Kann ich irgendwie verstehen. Aha. Ich bin offenbar für sie unsichtbar.
Wir sehen natürlich auf dem Rhenäischen Schiff, sieht man ja. Was ins Gras. Denkt dran, 1273, das ist unsere einzige Erfolgsgeschichte. Also auf keinen Fall zu, dass unsere harte Arbeit und Forschung umsonst war. Nee, vielleicht doch, mal gucken. Der Ernte, der nach Dana gesendet wurde, funktioniert wie vorgesehen. Er sammelt Astralenergie und schickt sie nach Linegis. Okay. Fortsetzt schon zurück zum Titelbildschirm. Das ist ein bisschen doof, weil ich möchte gerne irgendwie bald mal die Folge beenden. Das muss ich irgendwie etwas finden, wo das nachher weitergeht. Okay. Das Herrscher. Okay, wir sind da näher, von Anfang an gewesen. Okay. Wir werden oftmal zum Herrscher auserkoren, warum auch immer das, was auch immer das bedeuten soll. So. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, dich Herrscher zu nennen. Letztendlich bist du nicht mehr als ein Testsubjekt. Dein einziger Wert liegt in deiner körperlichen Eignung für die anstehende Aufgabe. Deine Gedanken und Gefühle sind irrelevant. Danke. Das höre ich öfters. Ach, du bist es, 1273. Oder sollte ich sagen, Herrscher? Du verstehst nicht, wie viel Zeit und Mühe wir investierten, um dich als unseren einzigen Erfolg zu erzeugen. Wir können nicht riskieren, dass du in dieser Phase durch eine Verletzung ausfällst. As usual, nobody wants to explain anything to me. They just threaten and harass me instead. What does everyone think I am? Some sort of talking pet? They're the ones that dragged me all the way up here in the first place. Bastards. I shouldn't have bothered coming out. Might as well head back to my room. Sehe ich auch so. Zumal ich ja die Dinge eigentlich beenden wollte, die Aufnahme. Jetzt in guten Gehen 3 Folgen habe. Er ist da vorne. Schione? Es ist Zeit, Elfen. Es ist also soweit, hm? Ja, wir müssen uns Bekleidung anlegen und uns am Übertragungsort treffen. Wenn das alles vorbei ist, kann Zen nach Hause zurückkehren. Darauf hoffe ich. Tut mir leid, dass ich dich in all das hineingezogen habe. Das ist nicht deine Schuld. Tun wir einfach, was wir tun müssen und bringen es hinter uns. Stimmt. Ich sage jetzt mal vorsichtigerweise, ja, stimmt. I just wanted to go back. To Dana. To my home. Elfin. Naori. Wait, please. Wait, I... I... What was that? That... How long ago was that? That's right. Shion. Ah!
am I? Where is everyone? I need to find them. Better start looking. Meistergen des Windes. Okay, aber trotzdem dabei. Ganz ruhig helfen. Ja, wobei ich jetzt nicht verstehe, wieso das Flammenschwert erst dann aufgelöst, als er es angefasst hat. Das hätte genauso gut Feuer sein können. Aber hey, wer bin ich schon, um das zu, naja, bestimmen? Darf halt irgendwie, dass wir jetzt die Maske nochmal irgendwie bekommen würden oder so. Hm. So, Outfits. Eigentlich könnte man das Kostüm jetzt mal anpassen, jetzt so wie wieder irgendwie, ja, sagen wir jetzt mal anders sind. Hm. Sowas vielleicht? Nee. Ich glaube, so angeschlagen wie wir aktuell sind, würde ich ihm sogar wieder mal das ganz alte Teil geben, das hier. Fast ein bisschen nur Back to the Roots. Natürlich nur fast. So. Fähigkeit der Matrix wäre vielleicht noch was zu machen, aber ganz ehrlich, Freunde, dann doch erst in der nächsten Folge. Goldenes Langschwert, die ganzen Rüstungen. Ist natürlich auch ein Teil davon noch weggeben können. Obwohl, wisst ihr was, komm, machen wir ganz kurz. Weil nächste Folge würde ich es eh vergessen. Bin mir ziemlich sicher. Und dann wäre es glaube ich auch mal wieder mal an der Zeit, ein paar neue Moves zu lernen. Und auszurüsten vor allem. Obwohl, irgendwie weiß nicht. Den gefällt mir doch nicht. Sorry. Das wäre irgendwie was, aber irgendwie ist doch nichts. Zurück zur alten Rüstung. Das Kupferding, das hat mir vorhin nicht so richtig gefallen. Hm. Jetzt geht's aber irgendwie crazy. Also, wie es weitergeht, wo die Reisetruppen abgeblieben sind, wo Shion abgeblieben ist und was mit Elfen vor all den Jahren oder wie auch immer viel Zeit vergangen ist, passiert ist. Etc. etc. Es gibt jetzt so viele Geheimnisse noch zu erkunden. Das will es mir hoffentlich beim nächsten oder übernächsten Mal zurück bei Tales of Arise. Bis dahin, ciao zusammen.